La 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 la. Hallo und herzlich willkommen zum Biervergleich mit den unvergleichlichen und immer dagewesenen Frank. Richtig. Und dem anderen. Mein lieben David. Ja, danke. Und in der diesbürstigen Folge geht es um Na? Forst 1857. Ja. Ja. Ich glaube, da wo es herkommt, wird es nicht Kölsch Forst ausgesprochen, sondern wahrscheinlich Forst. Ja, hat meine Tochter mal mitgebracht. Aha, danke Andrea. Die war da gewesen, hat dann einfach dran gedacht, hat dann gefragt. Ja, dann hat sie ja gesagt, ja, bring doch mal das oder das mit. Und sie hat das einfach mitgebracht und hat gesagt, das habe ich jetzt mal mitgebracht. Hat sie da auch getrunken? Ich glaube schon. Weil es ist ja oft so, wenn man irgendwo ist, ne, und man trinkt dann da was und das schmeckt, dass man dann sagt, ach, da nehme ich mal mit. Ne? Weißt du eigentlich, was wir letzte Woche vergessen haben? Zu sagen, was diese Woche kommt. Hm? Diese Woche kommt das. Okay. Das haben wir so, haben wir das auch. Ja. Was hast du rausgefunden darüber? Ja, weniger als du, wenn ich das mal Nein, das darf. Ist jetzt nur... Ich habe das mal ausgedruckt, was die auf ihrer Homepage gemacht haben. Witzigerweise. Ja. Weshalb ist es auf rosanem Papier? Weil mir fällt da gerade eine Beziehung irgendwo, eine Brücke kann man da zu dem Bier schlagen auch tatsächlich. Dann sag mal. Nee, erst du. Das rosane Papier, das war Überbleibsel von meinem Vater. Mein Vater hatte Massen an buntes Papier gehabt. Ah. Und ich muss, wir verdrucken es jetzt so nach dem Motto. Ja. Und da du rosa Papier selten als Geschäftspapier oder so nehmen kannst, ja. Also wenn ich jetzt einen Brief schreiben würde, also wenn ich ihm jetzt einen Brief schreiben würde und dann auch noch auf rosa Papier. Könnte in Köln falsch rüberkommen. Könnte in Köln. Also nicht falsch, aber es könnte andersrum könnte kommen andersrum als gemeint, kommen. Sagen wir es mal so. Ja. Es könnte andersrum kommen. Andersrum kommen. Ja. Weil tatsächlich kann man da eine Brücke zu dem Bier schlagen, denn das gute Forst kommt aus Südtirol. So, Südtirol ist Norditalien. Mhm. Norditalien ist wahrscheinlich, rosa. Das haben wahrscheinlich alle schon mal irgendwo gesehen, die sportbegeistert sind. Die Gazzetta dello Sport heißt es, glaube ich. Ist eine der wenigen Zeitungen, die auf rosa Papier gedruckt wird. Müsste sogar hier der Kiosk, wo du mal bist, der müsste die auch haben. Die gibt es sogar in Deutschland auch. Also deswegen sage ich auch, die müsste jeder eigentlich mal gesehen haben, weil das ist in einem Zeitungsständer die einzige, die rosa ist. Passt da jetzt halt gerade irgendwie. Ja. Fun Fact am Rande, wie man so schön sagt. Ja, also finde ich gut. Was hast du rausgefunden? Du ergänzt dann, ja? Ja, wir können ja zusammen gucken. Also fange ich mal an, was die Homepage von Ihnen vorgibt. Ja. Du kannst ja meinen Zettel abreißen. 1857. Aha. Gründung der Brauerei Forst durch den Meraner Unternehmen Johann Waldnöfer. Und Franz Tappheiner. Richtig. In Allgund, Südtirol, direkt bei Meran. Meran kennt der eine oder andere vielleicht. An dem Ort, an dem sich das Unternehmen auch noch heute befindet. Ich glaube sogar derselbe Standort ist es. Ne? Ist nicht nur derselbe Ort, das ist sogar, glaube ich, derselbe Standort. Stand irgendwo. Dann 1917 steht hier was. Oh, 1863 hat es dann Josef Fuchs übernommen. Tatsächlich, jetzt sagen manche, ja, wie kann man denn eine Brauerei nach 6 Jahren schon übernehmen? Die haben ja auch alle mal klein angefangen. Das ist ja jetzt nicht so, du stellst eine Brauerei hin von der Größe von was weiß ich was und nach 6 Jahren sagst du, na, geht nicht, ne? Stoßen wir mal wieder ab. Sondern die haben ja damals alle ganz, ganz, ganz klein angefangen. Richtig. Ne? Und hier steht so süß drin, dank der tatkräftigen Unterstützung seiner Frau Philomena erfährt das Unternehmen ein bedeutendes Wachstum. Das hatten wir schon mal irgendwo. Ne? Da war auch die Witwe von irgendeinem, die das Unternehmen dann groß gemacht hat. Ne? Ja, und dann kommt hier 1892, der Sohn Hans übernimmt die Geschicke des Unternehmens. Im Jahr 1901 produziert die Brauer ein staatliches Volumen von 22.500 Hektoliter. Mhm.
Nach Hans Fuchs übernimmt dessen Frau Fanny den Brauereibetrieb und führt den unternehmerischen Weitblick bis ins Jahre 1933 sogar weiter. Wow. Okay, dann kam erstmal der Zweite Weltkrieg. Ja. Ja, dann irgendwann nach Louis Abnehmen übernimmt seine Frau Margareta. Also hier ist jetzt der Sohn, also das Unternehmen geht an Fannys und Hans Sohn, Louis Fuchs, über. Im Laufe von 56 Jahren Einsatz verhilft er der Brauerei zu höchsten qualitativen und technischen Standards. Wow, ja. Und dann nach Louis Ableben übernimmt seine Frau Margarete Fuchs die Unternehmensleitung. 1989. 1989. Ja. Und die Spezialbierbrauerei Forst übernimmt die Brauerei Mena Brea in Biedla. Okay, also haben die sogar noch wen übernommen. Ja. Ja. Und heute? Grundsteinlegung für den Unternehmen. Mit Margareta Fuchs von Mannstein übernimmt die vierte Generation die Unternehmensleitung. Super. Schön. Altes Familienunternehmen. Mhm. Cool. 4,8%. Wir haben hier drinnen, oh, das habe ich tatsächlich noch nie gehört. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Maisgritz. Ich glaube, alle anderen würden wahrscheinlich nur Mais draufschreiben. Und Hopfen. Ja. Okay, mit Mais. Also tatsächlich, Birra Moretti war auch mit Mais. Scheint da, ich will es nicht sagen, gang und gäbe zu sein, aber man kann es da machen. Ein übliches Verfahren. Was ich auch schön finde, ich habe es nachgelesen und gefunden, sie sind auch sehr aktiv als Brauerei. Die sponsern viel, ne? Ja, sie waren zum Handball, Beispiel... Handball, Hockey und sowas. Ja, ne? Nicht nur das, sondern sogar... ich glaube, Südtirol hilft oder so. Mhm. Ja. Da waren sie dabei und haben mal, ich glaube, 1998 dann so, nee, 2018 glaube ich war das, 2018 haben sie eine staatliche Summe von 162.000 Euro gespendet. Wow. Ja. Und was ich auch lustig fand, habe ich auch noch rausgefunden, ich wusste gar nicht, Sixtus-Saal nennen sie das, den sie haben. Am Samstag, den 4. Mai, ging im Sixtus-Saal der Brauerei Forst die 6. Filial-Edition des Südtiroler Wattkönigs über die Bühne. Watt für ein König? Wattkönig. Watt, okay. Und sie mussten sich da irgendwie, ich weiß nicht, also immer mit zwei Mann, dann ins Viertelfinale, dann mit einem K.O.-System und dann auf jeden Fall sind sie sehr aktiv, muss ich sagen, auch örtlich gesehen. Regional, ja. Ne? Also super. Regional. Das finde ich total super. Was man auch mal zeigen kann, ich bin nämlich irgendwie, ich finde diese Flasche geil. Schön. Weil die ist so irgendwie minimalistisch, aber irgendwie cool. Es ist ganz schwierig, durch die Scheinwerfer hier zu zeigen. Aber das ist eigentlich nur Schwarz-Gold und das Grün der Flasche. Ja. Also und hier gemacht. Könnte man meinen, das wären drei Tannenbäumchen. Ja. Und darunter die heiligen drei Könige. Aber Forst, doch, klar, Forst macht doch Sinn, drei Tannenbäume. Ist doch dein Job, oder nicht? Ja, ich bin zwar kein Förster, aber... Aber ein bisschen Grün ist auch dabei. Schmeckt dir... Ach so, das ist was anderes. Bringst mich ganz durcheinander. Und rein den Zinken in das Glas. Jupp, bis zum Grund. Hui. Schmeckt, riecht anders, nicht schmeckt, riecht anders wie letzte Woche. Ja, frischer. Ja, frischer. Ich weiß nicht, hopfiger. Mhm. Einiges hopfiger, finde ich. Tatsächlich ist dann diesmal im Vergleich das Heineken sogar ein bisschen das Malzigere. Wobei auch hier so ein bisschen Pilsner Malz durchkommt, aber... Aber mehr der Hopfen. Ja, ja, ich finde es sehr hopfig. Vom Geruch her wohlgemerkt. Hm. Wirklich im Hintergrund hast du so eine leichte würzige bzw. fruchtige Note, etwas Frisches. Hm. Ja, sehr frisches, das stimmt. Aber bin mal gespannt. Ja, schauen wir mal. Achso, Kohlensäure. So mittelmäßig. Krone war auch schon mal stabiler, ne? Ja, aber letzte Woche war auch... würzig?
Also das schmeckt tatsächlich malziger, als man meint. Also mehr nach Gerstenmalz, als man meint. Aber es schmeckt tatsächlich ganz anders als letzte Woche. Und es schmeckt tatsächlich auch ganz anders als Heineken. Also es scheint einfach eine andere Malzsorte drin zu sein. Ja, und ich finde, es schmeckt trotzdem würzig. Ja. Was ich ganz, ganz angenehm finde, im Antrunk ist es mild. Mhm. Und im Abgang ist es so leicht, eine leichte herbe Note. Aber leicht. Leicht oder bittere Note. Es ist nicht so, auf gut Deutsch, krass wie letzte Woche. Ne? Nein. Also letzte Woche war schon sehr... Also hier ist auch eine schöne Würze drin, aber die ist so... Tatsächlich ist es frisch einfach. Es ist kein leichtes Bier, wie, so, wie wir gerne sagen, die Mittelmeerbiere. Aber es hat einen unglaublich frischen Geschmack einfach. Und es kommt tatsächlich aus demselben Kühlschrank jetzt gerade. Und vor allen Dingen, ich finde es ganz überraschend, es ist wirklich so im Antrunk so richtig schön leicht. Dann perlt es schön auseinander. Und dann kommt so eine leichte bittere Note. Der Hopfen kommt zum Schluss, ne? Eigentlich ein ganz angenehmes Bier. Was heißt eigentlich, es ist ein angenehmes Bier. Ja, ich finde das schön, dass das so frisch ist irgendwie. Also es ist verrückt. Mit frischem Quellwasser gebraut. Da hat vorher noch der Ochse reingepinkelt. Und? Siehst also du tatsächlich von der Leichtigkeit her sind sie sehr ähnlich, ne? Also es ist jetzt nicht, das eine ist irgendwie leichter als das andere. Aber ich mein, jetzt guck dir mal die Farben an. Genau, fast gleich, ne? Eben. Ja, aber nicht so wie letzte Woche, wo wir wirklich so einen Farbunterschied auch noch hatten, wo du sagen konntest, okay, da ist Malz, da ist es dunkler. Mhm. Ne? Hier ist es fast gleich. Aber das hat eine unglaubliche Frische. Also es geht ja vom Aroma schon fast so, als wenn da so Ansätze vom Zitronenaroma drin sind oder so. Mhm. Ich finde, das hat etwas an Leichtigkeit. Ja. Schönes Ding. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Schmeckt sehr, sehr frisch, aromatisch. Weißt du, was das Schlimme an dem Bier ist? Was? Das ist so eins, da bestellst du sofort das nächste. Findest du nicht? Das ist doch so eins, das trinkst du und denkst dir, boah, das schmeckt ja frisch. Ne? Oder du bist gerade auf einer Radtour gewesen und sagst, jo, das geht runter wie Zäpfchen. Da holst du noch mal direkt mal ein zweites, ne? Wohl. Wohl. Hau weg die Kacke. Jo. Jo. Ich würde sagen, ne? Dann ist lecker Bierchen. Wohl. Wohl. Ach, mein Gott, der mich sein Woll. Rotter. Ja. Hast du das nicht immer gesehen, ne? Rotter. Rotter. Das ist ganz wieder, wie eine ganz andere Ecke. Ja, wie eine Ecke. Ist natürlich ein Schmarrn. Ja. Ganz nicht so tipp. Das ist nicht. Da haben wir nichts damit zu tun. Okay? Ah, Hauptsache keine Vorteile. Ja. Ja. Eko, ich sage dir, das ist ein gutes Bier. Ja. Hm? Weil in Südtirol wird, glaube ich, mein Schwiegervater hat da immer den, der fährt unheimlich gerne nach Südtirol. Ich war selber noch nicht da, leider. Möchte da gerne mal hin. Mhm. Weil der sagt immer, du hast, die sprechen Deutsch, aber du hast die italienische Küche. Südtirol halt. Das ist so die Kombination aus beiden. Da wird ja mehr Deutsch gesprochen als Italienisch. Ne? Beides ist da irgendwie, also klar, Italienisch ist die Amtssprache in Italien, aber da wird mehr Deutsch gesprochen. Und die haben aber halt auch eine unheimlich geile Küche. Ja, dann fahren wir nach Spanien irgendwo am Ballermann. Da wird auch viel Deutsch gesprochen. Dann haben wir auch die deutsche Küche. Nein, im Ursprung aber. Ach so, ja. Ich dachte gerade. Ja. Ja gut, also da Deutsch, was du da in Deutsch, also nee. Ja, okay, aber ist ja... Das sind, glaube ich, Welten, ja. Prost, trinken wir da jetzt. Habt ihr gemerkt? Oder? Ich habe den schon jetzt dritte Mal. Ja. Lass mir noch den Spaß. Okay. Also, war es das jetzt für diese Woche? Ja. Wann kommt es denn nächste Woche? Wollte ich gerade sagen, wann kommt denn nächste Woche? Haben wir schon wieder vergessen. Haben wir vergessen. Das war doch diese niederländische. Niederlands. Ja. Ja. Brably de Werf. Genau, und zwar kommt da ein Craft Beer aus den Niederlanden, relativ junges Bier, De Werf heißt das. De Werf. De Werf. Ja. Man hört, wie er das ausspricht, nicht? Ich sage De Werf und er De Werf. De Werf, ja. Und
Wer es tatsächlich mittrinken möchte, wir haben extra nochmal geguckt, wir dürfen ja keine Links mehr machen über YouTube. Man kann auch einzelne Flaschen bestellen sogar. Und es wird das Dusel geben davon, wenn man drauf gucken möchte. Ja. Das war das Wort zum Sonntag. Also, das in dem Sinne, danke fürs Zuschauen. Ja, Prost. Wie viel haben wir? Haben wir ja schon 10. Ne, das war 9. Ne? So, jetzt.